Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute sehen wir den Tier 9 Zerstörer Fletcher im Spiel. Der Skillor 1987 hat das Ganze eingeschickt. Vielen lieben Dank. Dein Halt! Falsch geguckt, der Max DDD unten. Oder Mac, keine Ahnung. Sorry, mein Lieber. Du hast es natürlich eingeschickt. Damit wünsche ich euch jetzt schon mal vorab viel Spaß. Also wir sehen ja ein Dreier-Platoon hier aus Missouri, Fletcher und noch einer anderen Fletcher. Die drei Mates spielen zusammen und ja, hier 10er, 9er, 8er Matchmaking, also für jeden ein bisschen was dabei. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Macht ja schon die Hindenburg auf? Aber klar, der wird jetzt noch nicht wirklich ballern. 5,8 Kilometer, da geht er dann auf und geht jetzt erstmal für den B-Cap. Nur noch ist alles hier sehr entspannt. Keine große Action. Mal ein paar Torpedos gedroppt, aber wir lassen einfach noch ein bisschen hier das Fast Forward an. Oh, 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 und da gehen wir jetzt in die Live-Geschwindigkeit. Denn da haben wir hier aber sehr nah einen anderen Zerstörer. Den hat er auch gesehen, mit 3 Kilometer. Hier die gegnerische Fletcher. Er bleibt jetzt erstmal hier in der Mitte, um weiter hier den Druck auf den B-Cap auszuüben. Ist jetzt auch nicht mehr gespottet, also heißt, jetzt hat er erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Aber natürlich, die gegnerische Fletcher, die ist da weiterhin hinterhalb. Und wir sehen, jetzt ist er offen und er dementsprechend natürlich auch. Jetzt schießt er da sofort rüber. Ja, die Fletcher wird da jetzt hart beschossen. Hat jetzt noch 3000 Hitpoints. Und ja, da konnte er das First Platz sich sichern. Und hat 8300 HP schon hier weggezogen. Und jetzt können sie sich damit auch den B-Cap holen. Auch der C-Cap ist hier schon fast erobert. Also, sie machen ja guten Druck darauf. Jetzt nebelt er hier ein bisschen, um seine Schiffe, die er hier hinterhalb hat, ich glaube, da ein bisschen zu covern. So wirkt es zumindest. Oder natürlich, um sich selbst da auch den Rauch zu geben und jetzt hier die Montana weiterhin zu beschießen. Jetzt hat er da auch einen Brand angestellt. Der tickt auch schön weiter. Da kommt jetzt die Moskwa daher. Das geht dann natürlich für die. Weil klar, das ist die unmittelbare Bedrohung. Ab und an denke ich mir so, habe ich so einen Gehirnfurz beim Labern? Das ist unfassbar, sorry dafür. Aber die meisten finden es ja charmant und wer es kacke findet, für den bin ich bestimmt nicht der richtige YouTuber. Also, weiterhin auf die Moskwa. Torpedos haben da ganz gut getroffen, 2 Stück. Aber er sieht jetzt das Schiff nicht auf. Ah, doch, da. Müsste die Montana gewesen sein. Schulde
Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Der Gegner, ja, etwas hinterhalb von den Caps, ist aber jetzt gerade auch am B einnehmen und haben noch ein Schiff mehr. Aber da ist noch alles entspannt. Keine Bedrohung, dass man jetzt hier schon irgendwie sich großartig unter Druck gesetzt fühlen muss. Wobei Kurfürst und Hindenburg natürlich jetzt hier zwei Brummer sind. Die müssen da erstmal weg. Natürlich geht er jetzt auch nicht voll drauf. Wäre jetzt auch sehr, sehr riskant. Also so ein bisschen hinterhalb jetzt bleiben und immer schön reinhalten. Das ist jetzt schon die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Torpedos direkt voraus. Oh ja, die Torpedos, die gehen natürlich gut vorbei. Die waren noch nicht auf ihn gezielt. Aber klar, das ist so der Moment in dem... Im ersten Augenblick, wo man so richtig Schock bekommt, wenn man auf einmal dieses Torpedo, diesen Torpedo-Sound hört. Man sieht schon, der Gegner, der will natürlich ihn hier raus haben, weil klar, so einen Zerstörer, den will man einfach nicht gegen sich spielen haben. Aktuell nach wie vor das Gefecht recht ausgeglichen, drei Schiffe beim Gegner verloren, da jetzt aber allerdings schon zwei der drei Zerstörer weg, auf seiner Seite drei Kreuzer und ein Schlachtschiff schon down. Jetzt kann er natürlich hier aus dem Smoke erstmal entspannt rausschießen. Und jetzt hier durch den Rauch, durch den Feuer, durch den Brandherd wurde da jetzt die Hindenburg zerstört. Und jetzt muss er natürlich abhauen, weil da sind nicht mehr so viele Leute, die ihm da jetzt unterstützen können. Ganz im Gegenteil. Man sieht ja, dass da drüben noch die Fletcher aus seinem Platoon ist. Die Kurfürst ist hier auf dem Angriffsweg Richtung D und will sich da den Cap auch holen. Conqueror noch komplett rappelvoll. Ja, und dahinter halt Moskwa und Montana noch unterwegs. Also, sie sind hier jetzt schon sehr in der Defensive, aber gerade Kurfürst hat nicht mehr so viel. Er ist hier aufgedeckt. Natürlich, da muss er jetzt schnellstmöglich abhauen. Die Sekundären sind natürlich auch fleißig am Feuern. Aber da ist jetzt die Kurfürst wenigstens mal raus, damit es hier so ein bisschen entspannter das Ganze für ihn. Aber, oh, da ist nochmal einer dick reingekommen.
Natürlich arbeitet er jetzt hier weiter mit seinen Torpedos, weil 9000 HP ist halt auch nur noch die Hälfte von dem, was er mal gehabt hat. Die Moskwa konnte jetzt auch von der Montana rausgenommen werden. Die Montana hier in seinem Team, die ist ja gut am Supporten. Macht es hier sehr schön, besonders mit dem Cap hier. Ja, da sehen wir mal die Schiffsschrauben, wie sie arbeiten. In der Ansicht auch mal nett. So, jetzt gehen mal die nächsten Topstar Richtung Conqueror raus. Und die ist noch rappelvoll, aber ich glaube, die hat es gar nicht so auf dem Zettel. Weil wenn wir da auf die Minimap schauen, die bleibt hier in der Fahrtrichtung recht straight dabei. Und die schauen, glaube ich, in der Tendenz ganz gut aus. Wird jetzt auch wichtig, weil langsam, aber sicher müssen sie da jetzt ein bisschen nachziehen. Gegner zwar nur ein Schiff mehr, aber... Oh ja, die schauen gut aus, die schauen gut aus. Da trifft einer, da treffen zwei. Und da kommt noch mal ein bisschen was nach. Drei, vier. Jo, vier Torpedotreffer hat da die Conqueror erleiden müssen. Das war schon mal sehr satt. Und da sehen wir noch weitere Torps da entlang kommen. So, jetzt ist er da absolut offen. Conqueror hat er da jetzt im Rücken. Das heißt, da wird jetzt mal drauf geschossen. Er nebelt auch sofort wieder, um möglichst jetzt lange Ruhe zu haben. Einen sehr breiten Fächer hat er da gestreut. Ein Brand wäre jetzt natürlich optimal. Aber bis dato ist ihm der noch nicht vergönnt. Aber wenn jetzt die Conqueror da schön gegenpendelt, dann kommen die Torps perfekt. Und ja, da dürft es dann richtig rumsen. Noch hat er da recht viel Hitpoints mit 33.000. Aber das schaut nicht gut aus für die Conqueror. Auch der Brand jetzt da am Start. Und da kommen die Torps, die schauen gut aus. Zieltreffer, Großkaliber, zweiter Treffer und weg damit. Tschüssikowski. So soll es sein. Conqueror ist raus aus dem Spiel. Damit drei Schiffe gegen vier. Und er kann sich hier den Cap jetzt sichern. Der war wichtig, weil oben schon der A-Cap jetzt auch eingenommen wird. Aber 2 gegen 4, das ist natürlich jetzt eine ordentliche Hausnummer. Die muss man erstmal schaffen. 227.000 Damage ist aber nicht von schlechten Eltern. Diese Ruhe durch die Untermalung und jetzt diese lautlosen Killer in Form der Torpedos im Wasser. Und die Montana, die fährt auch schön geradeaus. Also so, als ob sie sagt, ja, hier, bitte, bitte, hit me. Und ist auch natürlich ein sehr wichtiger Kill. Jetzt wurde hier der B-Cap erobert. Man sieht ja auch, dass die
gegnerische Schiffe dahin fahren. Das war vielleicht eine ganz geile Taktik, weil so fahren die jetzt Richtung B und er kann hier die Torps auf einmal in die Seite reinhalten und die schauen auch wieder sehr gut aus. Oh ja, die kommen super. Die kommen perfekt. Ja, und da auch weg. Der Abwickler und vernichtender Schlag. Also sehr schöner Treffer. Und jetzt sind es nur noch 80 Tickets Unterschied knapp. Da muss noch die Iowa, die müsste noch raus. Sie kriegen hier schon mindestens mal von dem Team die Props. Good job, DDs. Aber 2 Minuten 50 noch für eine Zerstörung. Oder vielleicht natürlich hier, dass er sich jetzt sneaky den C-Cap angelt. Wäre natürlich auch eine gute Option. Ja, es ist unfassbar knapp alles. Und da hören wir es aber einschlagen. Ja, wir sehen, das ist alles sehr, sehr, sehr knapp. Ticketsmäßig 100 in Führung. Die Alabama jetzt da vorne, aber aktuell reicht es einfach nicht. So wird es nichts mit dem Sieg. Auch wenn sie es bisher sehr schön gespielt haben, aber es sind noch 45 Sekunden Zeit. Jetzt haben sie zwar den C-Cap, haben damit zwei Caps, aber sie brauchen einfach noch einen Kill. Und selbst der dürfte wahrscheinlich gar nicht ausreichen, wenn ich mich nicht täusche. Also das schaut leider, leider, leider sehr, sehr schlecht aus, auch wenn er mit 4 Kills hier sehr gut unterwegs ist. Und da sind sie jetzt offen, jetzt geht es in die letzten 15 Sekunden und die lasse ich einfach unkommentiert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe es hat euch gefallen und schauen wir mal, was noch passiert, aber ich glaube die Niederlage ist leider nicht mehr abzuwenden. Schade drum, schönes Gefecht, anyway.